Heute möchte ich mein neues Tourenset von Fischer zusammenbauen. Das besteht aus einem Hannibal 100, einer Dynafit Classic Tourbindung, die allerdings, steht sogar drauf, baugleich ist mit der von Dynafit, mit der Radical 2 und einem Fischer Vacuum Transalp TS Lite Schuh. Genau, und da ich jetzt für diese Bindung keine Metallbohrlehre zur Hand habe, zeige ich euch mal, wie man das mit einer Papierbohrlehre macht, wie man es einfach zu Hause machen kann. So, was wir dazu brauchen, sind die zwei Seiten von der Bohrlehre. Wie das dann genau funktioniert, sieht man dann später. Die könnt ihr euch in dem Link herunterladen. Und dann an Werkzeug braucht man auf jeden Fall, eignet sich irgendwie einen wieder lösbaren Stift. Ich habe hier einen wasserlöslichen Stift, dann einen Toix 20-Bit-Satz, dann um die Bohrlöcher irgendwie zu markieren, vielleicht einen Körner mit einem Hammer zusammen, dann einen Bohrer, in dem Fall passend zum Ski, findet ihr mir die Angabe auf dem Ski, 4,1 mal 9 mm, da passt der Bohrer dann genau dazu. Ansonsten müsst ihr euch halt einen normalen Bohrer nehmen und halt dürft halt nicht zu tief bohren. Eine Schere fürs Ausschneiden, eine Schieblehre, um nachher die Skimitte zu vermessen und dann vielleicht noch einen Maßstab und irgendeine Art von Klebeband. Okay, dann legen wir mal los. Als allererstes nehmen wir uns die zwei DIN A4 Blätter zur Hand. Und bevor wir anfangen, müssen wir gucken, dass wir die Skalierung vom Drucker richtig gewählt haben. Dafür haben wir hier zwei Linien drauf. Wir messen einmal nach, dass die genau 20 cm hat. Das passt. Und wir gucken das auch bei der zweiten Skala. Ich habe aber extra darauf geachtet, dass die Druckskalierung auch 20 cm, dass die Druckskalierung genau bei 100% steht. So, was wir jetzt machen müssen, ist das erste Blatt vorbereiten. Dazu gehen wir her und schneiden einfach an den markierten Stellen das DIN A4 Blatt ab. Die obere und untere Rand dient lediglich dazu, dass der Pfeil hier drauf bis zum Blatt dran geht. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Und der Drucker kann ja leider nicht bis an Seitenende drucken. So, das kann gleich in den Müll. So. Und jetzt trennen wir das auch noch hier, unsere Bohrlehre in zwei Teile. Da müsst ihr drauf gucken, dass es wirklich exakt ist. Okay. So, das war das für den ersten Teil. Und auf der zweiten Seite steht ja schon, dass man hier ein Loch einschneiden soll. Das ist nachher einfach da, um die Skischuhmitte zu finden. Das muss jetzt nicht so mega exakt sein. So. Und dann legen wir das mal bei uns auf den Tisch und bereiten das jetzt vor. Also wie es hier schon steht, muss an den Strich die Schnittkante vom oberen Teil der ersten Seite, das heißt, die legen wir jetzt hier möglichst exakt an, gucken, dass das sauber sitzt, dass links und rechts das genau auf der Skala liegt und dann fixieren wir das mit Tesa einmal links und einmal rechts. So, und der untere Teil, wo Richtung unserem Skiende zeigt, da kommt es jetzt darauf an, wie lang unser Skischuh ist, was der für eine Sohlenlänge hat. Und die Sohlenlänge finden wir immer auf der Ferse von unserem Skischuh, manchmal auch unten oder auf der Seite. Dann müsst ihr einfach gucken. Mein Skischuh ist 313 mm lang. Das heißt, ich gehe hier auf meiner Achse her. Das sind 320, 15. Ich mache es jetzt auf 315, weil mir ist wichtig, dass es schön rechtwinklig alles zueinander liegt. Das heißt, ich lege das hier auch genau an. Fixiere auch das mit Tesa. Und damit ist die Vorlage für unsere Bohrlehre fertig. Jetzt müssen wir hergehen und unseren Ski vorbereiten. Als allererstes müssen wir gucken, wo die Mittenmarkierung vom Ski ist. Dafür haben die Ski in der Regel auf einer Seite hier immer so ein Dreieck.
Jetzt bei dem Hannibal ist der Fall, dass dieser Strich hier genau mit der Mittenmarkierung vom Ski übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall wäre, dann müssten wir jetzt hergehen mit einem wasserlöslichen Stift und hier schön über die Skimitte einmal das markieren, wo die Mitte von unserem Ski ist. Die Mitte vom Ski ist übrigens, sieht man jetzt ja auch an dem Beispiel, die Skimitte hier ist nicht genau Skimitte, sondern das ist einfach konstruktionsbedingt, wo die Skimitte nachher ist. Deswegen ist sie auch gekennzeichnet. Okay. Außerdem müssen wir noch hergehen und die exakte Mitte, dass die Bindung nachher zentral sitzt, zwischen den zwei Kanten markieren. Dafür gehe ich her, nehme meine Bohrlehre. Man muss aufpassen, auch wenn hier was drauf gedruckt ist, das passt leider nicht exakt. Ich gehe jetzt mal her, das ein bisschen ausprobieren, weil das leicht schräg ist. Hier schätze ich mal, ist die Mitte vom Ski. Merke mir das oder markiere mir das mit einem Pfeil oder mit dem Auge einfach und komme von der anderen Seite dran. Ich lege das hier immer an die Kante an und sehe, dass die Skimitte genau gleich ist. Ja, das heißt, ich gehe jetzt her, habe ich auch schon vorbereitet, habe mir das markiert. Das gleiche mache ich nochmal vorne am Ski. Auch hier kann ich gucken. Hier ist jetzt ein bisschen breiter wahrscheinlich. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt habe ich es jeweils zu kurz gemacht, aber in der Mitte zwischen den beiden Skalierungen bin ich genau hier. Und auch hier sieht man jetzt ein bisschen schlecht vielleicht. Aber auch hier habe ich die Mitte schon markiert. Dafür bin ich hergegangen und habe einfach ein langes Stück Eisen genommen. Habe das angelegt vorne und hinten und habe das dann in den Bereichen markiert, dass man die Skimitte gut sieht. Okay. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir unsere Bohrlehre exakt auf dem Ski positionieren. Dafür suchen wir wieder hier in der Mitte unsere Sohlenlänge raus. 310. Hier sind also 315. Das heißt, für mich ist dieser Strich hier wichtig. Und den positioniere ich jetzt genau auf meiner Skimitte. Das nachher meine Schuhmitte bei euren Schuhen ist es auch markiert. Auf der Sohle findet ihr hier immer meist so ein A und irgendwo ein Stück vorne dran ein Strich. Bei dem Schuh sieht man es jetzt nicht ganz so gut. Ich zeige euch aber einen anderen Schuh, wo man das ein bisschen besser sieht. Da ist jetzt zum Beispiel hier relativ gut sichtbar, dieses A mit dem Strich und die Schuhmitte. Und die Skimitte sollte nachher exakt übereinstimmen. Brauchst du solche Kisten? Brauchst du nicht? So, also das heißt, wir legen unsere Bohrlehre hier mal grob an. Und jetzt müssen wir vorne und hinten gucken an den zwei Pfeilen, dass die halt exakt zwischen den zwei Kanten liegen, dass die Bindung nachher sauber sitzt. Das heißt, ich gucke ein bisschen, dass die Positionierung hier stimmt. Guck vorne genau, dass es in der Mitte ist. Markiere das mal vorne mit einem Tesastreifen. Schaue ich nochmal hier, die 315 passen. Und hinten markiere ich jetzt den Pfeil auch auf meinem markierten Strich von der Mitte. Und bin damit eigentlich fertig. Was ich jetzt noch machen muss, wie gesagt, ich muss jetzt irgendwie meine 8 Bohrlöcher markieren. Dafür habe ich jetzt hier einen Körner. Setze den hier exakt an. Damit sind wir auch mit der Bohrlehre fertig, heben dann natürlich auf, wenn wir das nochmal brauchen für den zweiten Ski und haben jetzt hier unsere angekörnten Bereiche. Und jetzt gehen wir her, nehmen unseren Bohrer, wie gesagt, 4,1 mm mal 9, 4,1 mal 9, passt genau, und bohren in unsere angekörnten Bereiche. So, wenn das fertig ist, machen wir die Bohrlöcher richtig schön sauber. So, können auch noch die Überstände von den Bohrlöchern, wenn es da so ein bisschen
den Belag oben rausgedrückt hat, mit dem Cuttermesser ein bisschen entgraten. Wenn ihr nicht solch einen Bohrer habt, der hier schon eine abgemessene Spitze hat, dann müsst ihr total aufpassen. Jetzt bei dem Ski speziell, der hat ja so eine Titanalvergurtung, der den einfach nochmal ein bisschen stabiler macht, aber trotzdem sehr leicht ist. Aber auch andere Ski haben oft oben halt nochmal irgendwas Metallenes verbaut. Das heißt, wenn ihr anfangt zu bohren, geht es sehr schwierig. Da kommen dann auch hier die Metallspäne aus dem Ski. Und wenn das durchbohrt ist und dann kommt in den Holzkern, dann wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr weich. Da muss man einfach aufpassen, dass man nicht zu schnell durchbohrt. So, und jetzt könnte man eigentlich schon die Bindung hier drauf montieren. Ich gehe allerdings immer noch her und fülle die Bohrlöcher mit etwas wasserfestem Holzleim, sodass einfach kein Wasser zwischen den Schrauben und dem Ski eindringen kann und der Ski dann anfängt zu quillen und dann womöglich kaputt geht. Und entweder kann man das jetzt hier so versuchen reinzudrücken, irgendwie mit einem Zänkchen, oder man geht her, wenn man hat, und nimmt so eine kleine Spritze. Ich fülle das mal kurz ab. Für die Montage jetzt brauchen wir wieder unser 20er Teuxbit, setzen das auf. Gut, damit ist der vordere Teil fertig. Für den hinteren Teil machen wir das genauso, setzen die Schrauben an. Wenn man hier ein bisschen schlecht beikommt, kann man den hinteren Backen ein bisschen drehen. So, um jetzt die Bindung richtig anzupassen, müssen wir schauen, dass wir hier zwischendrin quasi gerade noch durchgucken können. Das heißt, jetzt ist es wesentlich zu groß. Dafür drehen wir jetzt hier hinten mit dem Akkubohrer oder mit einem Teux 20er den Fersenautomat so weit nach vorne, dass man gerade noch so haarbreit durchgucken kann. Um das jetzt zu überprüfen, machen wir den Ski dann am besten, Schuh am besten nochmal raus und nochmal neu rein. Gucken wir noch mal nach. Jetzt sehen wir, dass es ein bisschen zu eng ist. Das liegt halt daran, dass es sich nicht so gut verdrehen lässt, wenn der Schuh in der Klammer sitzt. So, okay, dann passt es. Und jetzt stellen wir auch den Z-Wert ein. Den Z-Wert könnt ihr im Internet berechnen lassen oder im Sportgeschäft mal ausmessen lassen. Bei mir sollte er auf 9 stehen. Jetzt ist die Riffelung von der Schraube hier auf 6, das heißt, ich schraube die Schraube so weit rein, bis sie hier auf 9 steht. So, perfekt.